Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Mario Kart 8. Es geht weiter mit dem 200er Hubraum und dem Blitzcup. Im letzten Part hatten wir Bowser mit einer sehr speziellen Kombination, die uns nicht gerade sehr viel Glück gebracht hat. Nun wird Donkey Kong aber das Ganze wieder bereinigen. Und Donkey Kong bekommt von mir auf jeden Fall ein Bike spendiert, und zwar das Rennbike. Zusammen mit den standardblauen Reifen und dem Feisthörnchen. Letztes Mal habe ich nur Bronze geschafft, deswegen habe ich jetzt noch mal ein bisschen geguckt, dass es von der Kombination her auch so passt, womit ich auch eigentlich ganz gut klarkomme. Rennbike und Donkey Kong komme ich eigentlich ganz gut klar. Allerdings ist es so, wie gesagt, schon ewig her, dass ich mit Donkey Kong den 200er Hubraum gefahren bin. Und wir schauen mal, vor allem Blitz Cup ist genauso wie Blood Cup, sind meine zwei Hass Cups. Weil es einfach Strecken dabei sind, die ich überhaupt nicht mag. Und es fängt hier auch schon wieder gut an mit Tic Tac Trommel. Die geht gar nicht, ich mag die überhaupt nicht. Das war im letzten Part ja auch schon so. Da mochte ich auch keiner der Strecken. Ich meine, ich mag Instrumentalpiste nicht. Ich mag Wario's Arena nicht. Was war noch drin? Was war noch drin? Ach Mensch. Ja, wenn es sonst nichts ist. Klar, natürlich. Habt ihr sonst noch was? Es scheint wohl erstmal gewesen zu sein. Das gibt's doch nicht. Nein! Verdammt. Naja. Das ist einfach mal gut übersprungen. Verdammt. Ja, aber... Naja, was gab's denn noch? Was waren da jetzt noch drin? Gott, hab ich schon wieder vergessen. Gott, was hab ich für ein Gedächtnis? Tic-Tac-Traum? Also zuerst war Wario's Arena. Erste. Ich weiß es gerade nicht mehr. Auf jeden Fall sind das auf jeden Fall alle Strecken, die ich überhaupt nicht mag. Waren das noch? Ich kann nicht so vergesslich sein. Hey, das gibt's nicht. Oh ne, Röhrenraserei, ach komm. Noch so eine Strecke, die ich überhaupt nicht ab kann. Diese ganzen Handheld-Strecken, ne? Ich mag die einfach nicht. Ich sag mir, die normale DS-Version war ja noch okay, aber Mario Kart 7 mochte ich persönlich gesehen überhaupt nicht. Und das ist halt wegen den Strecken her gewesen. Ich mag die Strecken einfach nicht. Die es in Mario Kart 7 gibt, aber das ist halt persönliche Geschmackssache. Beim DS geht's eigentlich, das ist mehr so, ich sag mal 50-50. Beim Zitzig ist, ich vergesse es jedes Mal, was für Strecken das sind, aber wenn ich sie dann sehe, ach ja genau, warum konnte ich es vergessen? Diesmal merke ich es mir und dann, schwupp, wieder vergessen. Man kommt da einfach immer durcheinander.
Ich sehe nichts. Ich habe Hupe und bin noch Platz 1. Das sind 200 Hupe, um nicht schlecht. Nein! Warum? Meine Hupe! Das gibt's doch nicht. Hat man einmal ein gutes Item, wird's gleich wieder zerstört. Jetzt fahre ich euch noch runter. Ja, komm. Passiert einmal was Schlechtes. Ist man sowieso direkt wieder erledigt. Direkt wieder auf dem vierten Platz. Das ist ja wunderschön. Ich bin auf dem dritten Platz und krieg eine jämmerliche Münze. Das gibt's nicht! Ja, jetzt überholen sie mich noch alle. Vom zweiten Platz nochmal auf den vierten. Super. Ey, ganz ehrlich. Na, wenn ich überhaupt Gold bekomme, oder so, also besser als Bronze, ist es ja schon was Besonderes. Oh Gott, aber was kommt denn jetzt noch? Ne, stimmt, einmal Regenbogenboulevard ist zum Beispiel auch noch zum Schluss mit drin, ne? Na, und jetzt kommt ein Vulkangrollen. Regenbogenboulevard ist die einzige Strecke, die ich eigentlich mag aus diesem Cup, ironischerweise. Mein Lieblings-Mario-Kart ist auch einfach echt mit Mario-Kart, einfach auch von den Strecken her. Dann die, dann Double Dash finde ich noch geil. Die N64-Variante finde ich geil, aber die ganzen Handheld-Varianten, also DS und 3DS, also Mario-Kart DS, dann Mario-Kart 7, als auch Mario-Kart Wii, ne, brauche ich nicht. Ich mag die einfach nicht. Ich weiß nicht wieso, dabei gehöre ich eigentlich nicht zu der Zeit, die mit N64 und so aufgewachsen ist. Also klar, wir kennen sie alle und spielen sie alle und alles super duper, aber ich bin damit nicht aufgewachsen. Meine erste Nintendo-Konsole war der DS und die Wii-Konsole, Nintendo Wii, als sie neu war. Selbst die GameCube war schon zu alt für meine Generation, aber die kannte man einfach noch. Also die GameCube, die kannte man einfach nicht direkt. Weil man halt immer, wenn die neue Konsole draußen ist, über den Vorgänger redet, deswegen kannte man auf jeden Fall sehr gut noch die GameCube, aber dann N64 und so erst gutes Interesse zum Zocken. Oh, ich bin Erster. Das ist ja mal was. Hau ab, Mario. Wäre wahrscheinlich eh nur eine Münze gewesen. Nein, 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 lass mich runter, lass mich runter. Warum? Warum, warum, warum? Es ist nur noch ein Punkt. Mann, warum musst du ausgerechnet Wario mich auch noch überholen, ne? Das gibt's ja nicht. Jetzt müssen wir nochmal alles geben. Regenbogenboulevard. Aus der N64 ist es, glaube ich, ne? Ja. Die mag ich, die ist cool. Die N64-Strecken sind doch geil. Die kenne ich eigentlich nur, weil wir damals in der Schule zu unserem Abschluss hatten wir halt zum Schluss noch ein paar, eigentlich wirklich schon fast ein paar Wochen, wo wir eigentlich machen konnten, was wir wollten. Wir durften sogar halt unsere Konsolen dann zum Schluss mitbringen, weil sie gesagt haben, wir haben alle Themen durch. Ihr müsst aber leider noch zur Schule kommen. Also macht, was ihr wollt. Wir machen auch keinen Unterricht mehr, wir haben alle Themen durch. War ganz geil.
Und ich habe natürlich dann auch mal meine Wii U mitgebracht. Wir haben auch zusammen Mario Kart 8 gezockt und alles mit Super Smash Bros., als es noch funktioniert hat. Und dann hat aber halt auch mal ein anderer Klassenkamerad dann auch die N64 mitgebracht. Dann haben wir Super Smash Bros. Auf N64 gezockt, dann halt auf Mario Kart. So richtig cool. Es hat richtig Spaß gemacht. Nein, einfach, hä? Bin ich hier selber irgendwie in die meine eigene Banane? Das ist nicht möglich. Ich habe sie doch nach hinten, das habt ihr noch gesehen. Immerhin zweiter, wer ist erster? Baby Luigi. Yes, ich bin erster, Gold. So muss das laufen. Ja, auf jeden Fall hat das sehr viel Spaß gemacht und das war echt ein Erlebnis. Das ist ja also auch schon wieder einige Zeit her. Okay. Dann haben wir es doch für diesen Part wieder. Kriegen wir noch einen Stempel oder so? Ne, ich habe ja Donkey Kong, habe ich ja schon mal gespielt. Aber immerhin goldenen Pokal. Pokal. Statt Bronze jetzt Gold, das ist doch was. Okay. Wenn euch dieser Part gefallen hat, Daumen nach oben, gerne abonnieren, wenn ihr es noch nicht habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Part wieder. Bis dann und ciao.